Schauen wir mal. Wir müssen bestimmt raus, oder? Oh, ich drück doch immer. Der hält immer nicht an. Verfolgen Sie die First Lady, Sir? Noch nicht. Ich brauche zuerst meinen Tarnhelm, aber ich finde ihn nicht. Oh, ich habe den für Sie gewaschen, Sir. Hab ihn im Hangar gelassen, bei den Panzern und Motorrädern. Okay, im Hangar, wahrscheinlich Garage. In der Garage, yeah. Das ist nicht die Tür unserer Wahl. Diese Tür ist immer offen. Okay, das ist das Special Agent Motorrad. Ist es repariert? Wieder mal ganze Arbeit von unserem Chefingenieur Captain Samuel Franklin. Okay, Helm auf und ab geht's. Makelloses Design von unserem Chefingenieur Captain Samuel Franklin. Wobei, warum hat der Dschungeltarnhelm keine Dschungeltarnung, Flanagan? Hab ich abgemacht, Sir. War nicht aerodynamisch, Sir. Was der Ed sich so in seinem Schädel zusammenspinnt, was, oh Gott, seine Kindheit war ein großes Abenteuer. Kann man Probleme so hart verdrängen? Warte, nur noch. Brauchen wir nicht das Fahrrad? Was müssen wir denn machen? Unter die Leute müssen, Schon ein Update zur Position der First Lady, Flanagan? Sie hat das gelbe Blumenbeet durchquert und ist nun am Aussichtspunkt. Okay, dann hauen wir mal los, ja. Also, wir hauen ab. Ich hab wahrscheinlich dahin. Beste Tarnung, du bist ein Hirsch. So ein schöner, stolzer Hirsch. Heiliger Bimbam! Ja, Sir? Der Doppelagent manipuliert die First Lady. Sie legt uns rein. Sir? Sie hat einen Mikrochip aus meinem Safe geklaut und wirft mir vor, ich hätte ihn für den KGB herumliegen lassen. Und die First Lady glaubt ihr auch noch. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Feuer frei. Wir haben ein Beweisfoto. Jetzt können wir sie überführen. Aber es ist die First Lady. Also ernsthaft, wie fertig muss die Psyche sein? Tja, und das ist dann auch schon alles, schätze ich. Sollen wir?
Mir reicht, hörst du? Es reicht. Mir reicht? Mir reicht? Ich hab die Schnauze voll von dir und deinem Scheißroman. Und ich hab die Schnauze voll von deinem Scheiß und deinem ewigen Rumgezicke. Du widerst mich an. Wie kannst du es wagen, sowas zu sagen? Wie dreist kann man sein? Ich hätte dich schon vor Jahren sitzen lassen sollen. Das ist doch alles für ein Arschloch. Lass mich doch. Hast du was? Lass mich. Sei Schüchter. Bleibe. Ich will ja nicht auf mal angeschissen kommen. Liste. Neue Mission, Flanagan. Ein KGB-Agent hat den Präsidentenpalast mit nur einem einzigen Ziel infiltriert. Ein Keil zwischen Präsident und First Lady zu treiben und das Ende einer guten, langjährigen Allianz einzuläuten. Aber damit kommt der KGB nicht durch. Wir werden den Verräter entlarven und unsere Nation retten. Okay, dann analysieren wir mal diese ganze Angelegenheit. Sie waren nicht von dem ganzen Text besessen, oder? Nur von einem Satz. Lass, Johnny, lass sein. Mag sein. Ich weiß, dass Sie die fehlende Figur doch noch gefunden haben. Mom gibt sie mir später. Sie wird ein bisschen wütend sein. Primär haben wir ja schon 100% hier. Machen nur noch das Sekundäre. Hier war ja auch niemand, der mit dem geredet hat. Also kann es ja der Vater. Es ist sehr seltsam. Warum vertrauen Sie Ihrer Schwester Jenny nicht? Weil sie Moms gesamte Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nimmt. Und dann kann sie nicht bei mir oder Dad sein. Und dann wird Dad wütend. Oh, sind wir ein bisschen eifersüchtig, ja? Okay. Das ist doch der Cop. Oh Gott. Ernsthaft? Ist es das, was ich denke? Ja, es ist, was ich denke. Oh oh. Und der Vater hat's gesehen. Also praktisch das Foto hat der Vater gesehen dann. W-
Was haben Sie gedacht, als der Polizist kam, Eddie? Dass er jemanden für schlechtes Benehmen verhaftet. Ja, oder weiß ich nicht. Er weiß es nicht. Was ist hier noch? Da ist jemand im Gebüsch. Warum machen Sie diese Fotos, Ed? Weil früher war es einfach besser. Ja, bevor Daddy so ein Arschloch wurde. So dass die Mutter dann abhaut. Also die Frau. Hier ist die Figur. Wie hat Jenny diese Figur in die Finger gekriegt? Manchmal schläft Dad morgens oder nachmittags in Moms und Dads Zimmer. Und Mom wechselt dann Jennys Windeln auf meinem Bett. Dann gehe ich raus zum Spielen. Was haben Sie da gedacht, Eddie? Dass Jenny nicht böse ist, sondern der Polizist ist böse. Was? So schlimm kann's nicht sein. Also, Sie erzählen es mir jetzt doch, oder? Sie unterdrücken und verdrehen Ihre eigenen Erinnerungen seit... Ihr Vater war nicht der, an den Sie sich erinnern. Irgendwann, als Sie noch klein waren, wurde er obsessiv. Er fühlte sich verloren. Er fing an zu trinken. Aber warum habe ich das getan? Jenny! Viele ältere Brüder sind eifersüchtig auf ihre Geschwister. Das ist normal. Das hätte sich gelegt. Das war alles meine Schuld. Nein, war es nicht. Das Bild
Hätte ich nicht... Es wäre genauso passiert. Früher oder später hätte ihr Dad es herausgefunden. Und statt einem Unfall wäre es dann eben eine Ohrfeige, ein Schlag, ein Stoß oder ein Messer gewesen. Und was soll mir das jetzt bringen? Sie schleppen seit Jahren diese Schuld mit sich herum. Sie haben sich in einem Gefängnis aus falschen Erinnerungen verkrochen. Vor sich selbst. Vor allen. Und das nagt an ihnen. Aber sie müssen damit abschließen. Ja, der Vorhang ist gefallen für den guten Ed. Aber was hat er jetzt vor? Will er sich wieder in den Tod stürzen? Jetzt aus dem Fenster oder was? Oh, verdammt, das ging zu schnell. Nicht heute. Aber echt, ey. Können wir bitte reden? Antworten. Jein. Kennen wir uns? Ach, Ed, Sie sind die treueste Seele, die ich je getroffen habe. Doktor? Ich bin's, Sheriff Reyes. Doktor, entschuldigen Sie die späte Störung, aber... Haben Sie versucht, mir zu schreiben? Ich habe Ihnen von unterwegs ein paar Nachrichten geschickt, aber... Ah, Sie waren das. Geht's Ihnen gut, Sheriff? Es ist spät, ich weiß. Wir haben bis gerade Esther Franklin gesucht. Sind Sie fündig geworden? Noch besteht Hoffnung. Das von heute früh tut mir leid. Ich will ja nicht, dass Sie Ihre Laufbahn aufs Spiel setzen, aber... Ich wüsste gern, was Sie über Miller herausgefunden haben. Helfen wir uns doch gegenseitig, die Wahrheit über Miller herauszufinden. Ich muss Esther Franklin finden. Ja. Wir wollen doch beide Ed Millers Geschichte auf den Grund gehen. Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Es gibt einen echt schönen Aussichtspunkt in der Nähe. Wir könnten die Sache bereden. Oder hat der Kopf irgendwas zu tun mit... Ich kann Ihnen sagen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Die Waffe, die Flasche, seine Beziehung zu den Franklins, die ganze absurde Story mit den... Ich spiele jetzt beide Charaktere, ja.
Wie gesagt, es gibt dazu viele Anzeichen. Ich sage ja nicht, dass es war, aber es fällt mir schwer, das anders zu sehen, verstehen Sie? Meinen Sie nicht, Doktor? Genau sowas ist in meinem Lieblingsfilm. Tja, ich bin nicht gerade ein Filmkenner. Irgendwie ist der Kopf auch ein bisschen komisch. Also, mich würde es nicht wundern, wenn er da auch in der Achse des Bösen hängt. Was kann man hier nachschauen? Ja, wie man einen Baum liest. Die Ringe. Nicht zu glauben, dass der Baum da schon fast 600 Jahre alt war. Dass er hier starb und dass wir nur etwa so lange hier sind. Hier, nein, ein Jahr später. Ich war bei einer Demo, die Polizei stürmte los, ich fiel hin. Oh, L.A., ja? Haben Sie sie überrannt? 3 Knie-OPs. Was haben Sie denn damals so gemacht? Keine Ahnung. Tagsüber Streife fahren, um was zu verdienen. Nachts büffeln, um Sheriff zu werden. Hat er ja geschafft, oder? Ich wurde etwa da geboren. Sie? Ganz ähnlich. Aber da war doch noch was. Was ist denn jetzt los? Ich komme da nicht mehr hin. 2016. Da bin ich Sheriff geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. 2016. Ah ja, richtig. Ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse. Ich auch nicht. Sind Sie auch Sheriff geworden? Ich habe mich verliebt. Ah, Mist. Natürlich. Ja, 2016, das war ein wildes Jahr. Wer kennt's noch? Was haben Sie an dem Tag gemacht? Wissen Sie das noch? 9.11. Klar. Ich bin um 6.30 Uhr aufgewacht, wie jeden Tag, hab beim Rasieren das Radio angemacht und die zweite Maschine schlug gerade ein. Ich weiß noch, dass ich in den Spiegel schaute und mich nicht mehr erkannt habe. Weder mein Gesicht, noch meine Hände, noch meine... gar nichts. Ich hatte in den Wochen danach Patienten, die ähnliche Symptome hatten. Es tut mir leid. Ich muss hartnäckig bleiben. Ich weiß, dass Miller was verbirgt. Er lügt. Um zu lügen, muss man sich der Lüge auch bewusst sein. Sehr schön. Aber Miller weiß genau, was er da macht. Er hat Probleme, sich an gewisse Dinge zu erinnern. Aber Sie erinnern sich daran. Verstehe ich nicht. Sie haben was zu verbergen. Ja, das habe ich ja auch schon mir so gedacht. Sie sind nicht neutral, was Ed angeht. Erzählen Sie mir von Maddie Miller. Erzählen Sie mir bitte von Maddie Miller. Wie bitte? Über Ihr Verhältnis mit ihr. Ups. Anfang der 90er haben Sie mehr gemacht, als nur zu arbeiten und für den Sheriff-Stern zu büffeln. Sagt jetzt jemand was? Nein. Sie haben kein Recht dazu, in mein Leben hereinzuschnüffeln. Ich hab's nie wem erzählt. Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht analysieren werden. Wir haben Sie das rausgekriegt? Durch Miller? Wie haben Sie es herausgefunden? Durch Miller? Wie hat er...
Hat Maddie es ihm gesagt? Pass auf, jetzt kommt's, Paukenschlag. Er hat sie beide zusammen gesehen. Er hat sie beide zusammen gesehen, hat diese Erinnerung aber bis heute verdrängt. Wir waren als Kinder unzertrennlich. Ich habe mehr Zeit in deren Haus, das sie schon kennen, als im eigenen verbracht. An der Highschool dachten alle, dass wir miteinander gehen. Dann ging sie in San Francisco zur Schule. Manchmal haben wir uns am Wochenende getroffen. Und dann kam sie in einem Sommer Arm in Arm mit John Miller zurück. Wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Ed war vielleicht 5 oder 6, als wir uns wieder begegneten und uns dann heimlich trafen. Ein Kaffee, ein Spaziergang, ein Dinner, ein Hotel. Später, als sie mit Jenny schwanger war, hat sie sich distanziert. Ich dachte, das Mädchen hilft ihrer Ehe und dachte, dass sie glücklich war. Scheiß Glück. Die siehst du wunderschön aus, okay? Du siehst wunderschön aus, wie immer. Schätze, ich sehe wie meine Tochter aus. Ja, schöne braune Haare. Danke fürs Kommen nach all der Zeit. Wie geht es dir? Hab dich wirklich vermisst. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass Jenny in einem kaputten Zuhause aufwächst. Oder Eddie. Ja, sie konnte leider nie aufwachsen. Morgens sagst du noch, du liebst mich. Und am Nachmittag antwortest du nicht mehr auf meine Nachrichten. Bis heute. Ich habe mich schuldig gefühlt. John hatte eine Chance verdient. Ich dachte, das Baby... Ich lag falsch. Trinkt er noch? Er begräbt mich lebendig. Was hat er getan? Wenn er dir auch nur ein Haar gekrümmt hat. Nein, das erste nehmen wir nicht. Zeig ihn an. Und ich kümmere mich um ein Kontaktverbot. Ich werde ihn verlassen. Ich sag's ihm nächste Woche. Es ist deine Entscheidung, aber sei vorsichtig. Er könnte übergriffig werden. Ich muss es ihm sagen. Ich kann ihm nicht einfach seinen Sohn wegnehmen, ohne wenigstens... Jenny ist von dir. Oh. Nimm sie. Oh. Siehst du? Sie hat deine Augen. Und er... Er ahnt nichts? Von Anfang an nicht. Wie die den Spielzeugsoldaten festhält. Sie hat da was in der Hand. Oh, nimmst du das? Vorsichtig.
Die ist schon wieder eingeschlafen. Ja, machen wir jetzt jeden Finger einzeln, okay. Das kann dauern, hätte ich fast gesagt. Ach, Eddie, der lässt überall was liegen. Woher willst du wissen, dass sie nicht... Von Jonas? Du hast noch nie versucht, mit jemandem zu schlafen, der eine Flasche Whisky intus hat, oder? Also... Was rede ich da? Du bist ja schon nach einem halben Bier fertig. Kommt mit mir. Alle drei. Lass uns langsam machen. Ich kann das Sorgerecht nicht riskieren. Das war das letzte Mal, dass ich beide lebendig sah. Haben Sie die beiden gefunden? Ich wollte diesen verdammten Mistkerl umlegen, aber selbst das hat er mir genommen. Natürlich besaufen sich dann alle. Na, ja, nimm mal lieber die Flasche anstatt der Knarre. Ist leer. Verdammt. Nichts mehr zu trinken und ich habe so einen Durst. Jetzt. Nein, da geht jetzt nichts zu trinken wollen, oder? Es wäre nicht gut, nein. Ach komm schon, nö. Hör auf. Nick, nein. Die ist eh nicht geladen, oder? Was? Oh. Hä? Wie geht denn das? Was ist Ihnen damals durch den Kopf gegangen? Eine Ladung Schrot. Warum haben Sie es dann doch nicht getan? Das könnte ich nur meiner Psychiaterin sagen. Danke. Und verstehen Sie es jetzt? John Miller war gefährlich. Sein Sohn ist es auch. Er hat den gleichen Blick. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ich mache mir eher Sorgen darum, was Sie vielleicht anstellen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin nicht in Gefahr. Sein Blick beweist gar nichts. Ernsthaft? Nach dem, was Sie mir erzählt haben, mache ich mir eher Sorgen darum, was Sie vielleicht Ed antun. Ich bin Profi. Ich weiß, was ich tue. Ich bin auch Profi. Ich weiß, was ich sage. Ich wollte nur... Moment. Sie glauben ihm? Was denn? Faye. Ja. Nein. Sicher, dass Faye nicht der Fantasie eines Autors, eines Psychopathen entsprungen ist. Ich pfusche Ihnen nicht ins Handwerk, Sheriff. Pfuschen Sie mir nicht in meins. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich jede Menge Psychopathen getroffen. Und glauben Sie mir, wenn ich jemanden kenne, dann richtig. Wenn es in dieser Geschichte einen Psychopathen gibt, ist das nicht Ed Miller.